Ausrüstung im Gym zu haben. Bis gleich. So Leute, Beine gekillt, fertig. Ich habe noch einen letzten Satz für euch gemacht. Und heute das Thema, das richtige Werkzeug, die richtige Ausrüstung im Gym. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und wird von vielen leider nicht ernst genommen. Aber es ist so, Leute, ich habe schon früh gemerkt, im Fußball mit 13 Jahren, sowie auch bei der Armee, dass es extrem wichtig ist, das richtige Werkzeug, die richtige Ausrüstung zu haben. Die richtige Ausrüstung trägt maßgeblich am Erfolg dazu oder bei. Und zwar ist es so, viele Leute fragen mich, hey, was sind das für Schuhe? Ja? Diese Schuhe sind Vibrams-Schuhe. Und ich benutze die in meinem Beintraining. Nicht nur die, ich benutze beispielsweise, wer mich kennt, auch diese Schuhe. Die benutze ich für Squats und für andere Übungen. Aber heute thematisieren wir mal diese Schuhe. Und das ist wichtig, Leute. In der Armee entscheidet meistens, welche Armee stärker ist. Die Armee, die ein besseres Werkzeug, eine bessere Ausrüstung hat. Die Armee, die die besseren Maschinen, Pistolen hat oder Gewehre. Die stärkere bessere Flugzeuge haben, stärkere Panzer und so weiter und so fort. Und auch im Fußball, Leute, ich war Torwart, hatte Ambitionen für Profifußball, hat dann leider nicht gereicht. Und ich habe schon dort schnell gemerkt, dass es wichtig ist, was für Torhandschuhe, Torwartschuhe ich trage. Ja? Weil es dort verschiedene Qualitätsunterschiede gab. Und das war für mich als Torhüter einfach extrem wichtig, was für Torhandschuhe ich dann auch kaufe und benutze. Genauso ist es im Gym, Leute. Genauso ist es im Gym. Wir im Gym haben doch Freude an Kleinigkeiten, an Neuigkeiten, wie zum Beispiel diese Armbänder, die daran motivieren sollen, alles zu geben. Und wenn man nicht mehr kann, nochmal alles zu geben. Und genauso haben wir auch Freude an solchen Kleinigkeiten, an diesen Schuhen. Schaut mal, Leute, ich trainiere sehr gerne barfuß, ja? Nur ist das Problem, barfuß im Gym rumzulaufen, ist scheiße. Es geht nicht überall, je nachdem, in was für ein Gym man ist. Und darum habe ich mir diese Vibrams gekauft. Diese Vibrams, die sind wie wenn man gar nichts anhat. Man fühlt sich richtig wohl und die geben einen guten Grip hier. Und ihr habt es gesehen, bei der Beinpressmaschine, beim letzten Satz, ich habe die ziemlich breit gemacht. Ja? Es geht in eine ganz andere Muskulatur, als wenn ich sie gerade mache, aber das ist ein separates Thema. Auf jeden Fall, diese Schuhe haben mich dabei unterstützt, diese Übung sauber ausführen zu können. Und darum ist es wichtig, dass man die richtige Ausrüstung hat im Gym. Jetzt ist mir auch klar, dass nicht alle Leute sofort alles kaufen können. Man braucht einen Gürtel, Zughilfen und dies und so weiter und so fort. Ich sage einfach Step by Step. Schaut euch die wichtige Ausrüstung an und dann entscheidet, okay, wollt ihr es kaufen oder wollt ihr es nicht kaufen? Könnt ihr es kaufen oder nicht? Und dann spart darauf hin. Wünscht euch die Sachen auf Weihnachten von euren Eltern, von euren Freunden. Aber ich sage euch eins, es ist sehr wichtig, gute Ausrüstung für das Gym zu haben. Unterschätzt das nicht, Leute. Ich habe mit 13, 14 Jahren angefangen zu trainieren und ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Hätte mir damals jemand gesagt, hey, kauf dir Zughilfen, damit du den Rücken besser spüren kannst, damit du den inneren Rücken besser trainieren kannst. Hey, geil, Mann, ich hätte sie gekauft. Hätte ich das nötige Geld gehabt, hätte ich es nicht gehabt, hätte ich daraufhin gespart. Weil schlussendlich doch einen großen Teil des Erfolgs ausmacht, ob man eine richtige Ausrüstung hat oder nicht. Die richtige Ausrüstung spielt nicht nur hier oben bei uns eine Rolle, motiviert uns immer wieder, wenn man hat Freude, wenn man was Neues im Gym anhat, wenn man was Neues im Gym ausprobieren kann, sondern sie unterstützt wirklich auch in der Leistung. Ich möchte das an euch weitergeben. Diese Serie war jetzt über diese Vibrams. Die Vibrams habe ich in Amerika gekauft. In Deutschland kann man sie, und auch in der Schweiz und in Österreich, kann man sie, soviel ich weiß, über Amazon bestellen. Ich poste den Link hier unten im Video. Könnt ihr das mal anschauen. Wenn ihr andere Seiten kennt, wo man die günstig bestellen kann, in Deutschland, Österreich oder Schweiz, schreibt sie in die Kommentare. Aber diese Schuhe, Leute, ich sage euch eins, diese Schuhe, die sind Weltklasse. Ich könnte mir nicht mehr vorstellen, ein Beintraining ohne diese Schuhe zu machen. Das würde mich abfacken, das würde mich langweilen. Sehr, sehr wichtig. Ich danke euch, dass ihr eingeschaltet habt. Eine weitere Serie über eine weitere Details über Ausrüstungen folgt. Schreibt mir hin, was ihr sehen wollt. Besten Dank fürs Einschalten. Besten Dank für eure Loyalität und bis bald. Kiss, kiss. Bang, bang.
Baby, please just take it slow. There's no need to rush things, no. Let's figure out a way. You know it's you and me. Don't care what I say. So please don't go away, don't leave. Without you, boy, I cannot breathe. Let's figure out a way. You know it's you and me. Don't care what I say. Folge mir auf Facebook, Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen von einer ganz anderen Seite. Kiss, kiss, bang, bang.